Veganer ist. Muss aufpassen. Geht nicht so einfach. Ja. Pavian. Da kann einfach unglaublich viel passieren mit deinem Körper. Und dann soll ich. Ja. Möchte einen Schienenmenschen vorbewahren, dass er den gleichen Fehler macht wie ich. Oder auch wie andere, die er mitgemacht haben. Bei dem ganzen Terror. Geht ja nicht. Also. Ja, ich würde also sagen, dass. Veganer ist auch eine krasse Lebenseinstellung. Ich meine, mit dem kannst du über nichts reden. Die sind ja alle so ein bisschen durcheinander, ne? Die sind alle bekloppt. Keiner von denen kann mal hier. Die essen ja auch kein Schnitzel, ne? Nix. Bleibt ja nichts übrig. Das ist natürlich ein Unding, ne? Aber wenn man dazu sieht. Ja. Da will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Weil die Leute, die das machen, gehen einem so auf den Sack. Nein. Und ich müsste. Ich mal es ändern. Ich. Ich habe hier noch gemacht. Jetzt setze ich mich mal schön hin und mach mal nichts. Ja. Mir doch ja, was mit mir ist, mit der Welt. Interessiert mich doch ja nicht. Was soll ich denn da machen? Kann man einfach nichts machen. Ich meine, die Tiere müssen ja geschlachtet werden. Ja. Das wird schon immer so gemacht, das ist Tradition, das ist von J abgesegnet, das steht so in der im Koran, in der Bibel. Ja, dass wir natürlich versuchen, da das auch weiter aufrechtzuerhalten, aber die Dinge sollen sich natürlich nicht ändern. Ist ja klar. Was wäre das denn für ein Chaos? Die Leute anfangen nachzudenken, ne? Ne, das macht man nicht. Für so viel Aufwand auch. Muss ich ja umstellen, muss ich erstmal gucken. Ah, muss ich erstmal. Oh. Das ist schon echt schwer. Das ist echt schwer. Und. Ich meine, mir als Vertreter, ich sag mal der Industrie, wir haben uns ja quasi über die Natur gestellt. Ne? Das ist ja quasi unser, ist ja das, was uns ausmacht. Ne? Wenn man sagt, so, wir sind Menschen, wir sind Mehrwert, basta. Ja, so ist das. Der ganze Humus-Scheiß da. Humus, was ist das überhaupt? Dann putsch mir die Zähne. Humus. Das tue ich in der Blumenerde. Das lebt hier frisch. Da wachsen die Currywürste aus dem Boden raus. So. Wenn der ordentlich gedüngt ist, so. Jawohl. Nee, nee, nee. Ich brauch sowas nicht. Das ist ja auch schwer. Das ist ja echt schwer, ne? Also, ja, das, das Vegan, das ist doch echt eine komische Sache, ne? Ich meine, Tierhaltung, wen interessiert das denn, ne? Wir sind doch Menschen. Ich halte die nicht fest. Ich kaufe zwar, ne? Na gut, ich kaufe das ja, ne? Ich kaufe das ganze Zeug, ja. Kann ich sie auch weglassen, ne? Aber da fand ich halt kein Geld. Fleisch ist eh so günstig. Da bleibe ich auch dabei. Ist ja klar. Man muss ja was ändern. Bringt doch alles nichts. Vor allem für die Welt. Die Welt kann nicht mal. Die Welt, die pocht immer auf mich drauf. Immer von oben kriege ich noch eins reingedrückt. Das ist mein Leben, ne? Das kann ich auch. Da wüsste ich ja nicht, wie ich das ändern könnte. Ich hab keine Ahnung. Muss ja jetzt halt arbeiten und die ganze Driss machen. Die ganze. Immer drauf. Immer drauf.
Ich würde dann nicht mal eine Minute kann ich hier in Ruhe sitzen, ne? Die ganze Zeit am Nachdenken. Was mache ich gleich? Was mache ich später? In 5 Minuten, in 10 Minuten. Da kann ich mich doch nicht hier nur mit weltlichen Problemen auseinandersetzen. Wie soll das denn? Wie soll das da jagen? Nee, das geht nicht. Oh, kein Zick. Das ist ein Zirkus. Fangen wir ja nicht jetzt an. Oh, das ist natürlich auch für meine Kinder, dass ich denen hier sowas hinterlasse, so eine Wüste. Technikwüste vor allem. Guck dir den ganzen Zirkus da an. Die Melkmaschine und der ganze Prozess. Das ist schon ein bisschen spooky, sag ich mal, ne? Aber ich mach da nichts. Ich mach da nichts. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Ich muss ja mich mit mir auseinandersetzen, ne? Aber ich will mich ja gar nicht. Ich mag mich ja gar nicht. Was soll ich denn da noch? Ich kann das ja. Das ist ja außerhalb meines Radius. Das wäre ja zu viel. Das ist ja unmöglich eigentlich. Ne? Obwohl die anderen haben das ja auch geschafft. Andere Leute schaffen das ja auch. Sogar Leute, die auf dem Bau schaffen. Ne? Da wird ja auch Leute. Ja, man sieht das denen an. Die sind natürlich schon irgendwie gesünder. Ja, ja. Irgendwie macht das schon was. Also ich. Da könnt ihr was dran hören. Ne? Man muss die ganzen Supplemente schlucken. Das ist auch noch so ein Gegenargument. Da muss man auch für teuer Geld Supplemente kaufen. Supplements. Der ganze Drist da. Ich hab keinen Bock. Aber Supplements. Kriegen die Tiere ja auch. Supplements. Zwar nicht alle. Manche, ich hatte mal gehört, dass ein paar das selber produzieren. Irgendwie hatte ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber da die kriegen ja auch ordentlich, die kriegen so Antibiotika und die ganze Driss, ne? Antibio, Antileben quasi. Antibio. Aber Bio bin in Ordnung, ne? Das heißt ja eigentlich. Das ist oh, ist auch dumm. Ne, das ist ja Quatsch, ist das. Das ist ja Quatsch. Ja, mit dem. Ja, das ist eigentlich dumm, ne? Aber es schmeckt halt auch so lecker, ne? Ach, was würde ich dafür geben, um ordentlich Schnitzel zu essen, ne? Also jetzt nicht hier das vom Discounter, ne? Das kaufe ich ja die ganze Zeit. Sondern hier mal so ein ordentliches, gutes Steak. Selbst geschossen. Naja. Kann ich ja nicht zubereiten, ich hab gar keine Ahnung. Naja, da ist ja doch nicht so eine gute Möglichkeit, ne? Vor allem, weil der Soja anbaut, da wird ja meist für die Tierhaltung verwendet. Das allermeiste. Kriegen wir ja nicht in den Kopf. Haben sich ja nicht Füchter. Musst du ja nicht anfangen. Musst du ja nicht anfangen mit dem Driss. Deswegen würde ich am liebsten mir das mal überlegen. Mich mal vielleicht mal ein bisschen informieren. Was da noch so ist. Weil ich habe natürlich schon ein Herz. Sind die auch so sehen, wenn Leute Hunde quälen. Tierquälerei generell. Das ist schon nicht schön. Aber auf dem Teller ist es normal, oder was? Ah, jetzt fange ich auch schon an nachzudenken. Das ist eigentlich nicht so gut. Nachdenken ist eigentlich nicht meine Stärke. Obwohl, das hat uns ja zu Menschen gemacht, ne? Nachzudenken. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das eigentlich nicht? Weil wir so beschäftigt sind mit unserem Krempel, ne? Was wir alles machen müssen. Ne? Quatsch. Was ich zu tun habe, das ist im Endeffekt. Zählt das doch ja nicht. Ernste Prozedere da, das hier, das. Das ganze Schaffe und Häusle bauen und so. Ich meine, dann habe ich ein schönes Haus, ist auch schön, ne? Kann man schön im Jahre setzen, aber das muss ich auch finanzieren können. Das muss ich auch halten. Ich will meinen Kindern irgendwie eine gute Welt hinterlassen, ne? So eine Planete, der ausgebeutet ist. Ne? Ausgebeutete Planet. Das geht ja nicht. Das ist ja nicht in Ordnung. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann.
Ich hab da jeder noch viel zu. Viel nachzudenken. Ich meine, so ein Apfel. Das ist natürlich schon eine Quelle des Lebens, ne? Die verbotene Frucht. Da steckt Bauer drin. Und mein Opa auch immer gesagt. Eine Apple hier essen. Ich glaube, dass da vielleicht doch mehr dran ist, als ich denke. Auch wenn das alles so normal ist. So. Ich glaube, dass die Jugendlichen heutzutage, dass die viel mehr Herz an einmal denken. Die haben zum Dönermann. Weil das normal ist. Wenn keiner vorlebt, hat das auch. Ich meine, er hat natürlich die Aggression in sich und der Mann ist meistens das aggressivere Geschöpf. Testosteron neben. Naja. Das schlägt sich natürlich nieder. Dann ist das natürlich sehr traurig, dass dann auch Menschen, dass das Jugendliche das auch anzieht, ne? Dass sie natürlich Fleisch essen und alles Mögliche tun, weil sie das einfach vielleicht nicht in ihr Herz reinlassen. Das könnte natürlich sein. Ja. Ich guck mir das mal genauer an. Die ganzen Vorurteile und der ganze Dress. Guck mal, ob ich da noch finde. Also Leute, macht gut. Macht das gut. Wir sehen uns auf der Vianmesse irgendwann. Ciao, ihr Lieben.